Wer von euch hat denn schon mal so richtig gezaubert oder wer möchte zaubern? Du? Na dann bist du hier genau richtig. In der neuen Gute-Nacht-Geschichte geht's nämlich um ein Abenteuer im Zauberwald. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, die 1025. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco, freue mich, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Und wie immer, so ist es auch am Freitag so, dass es natürlich nicht einfach so ins Bett geht, sondern dass es am besten funktioniert, wenn man sich vorher reckt und streckt. Daher nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch einfach ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, da bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1025. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 16.06. Mia und das Abenteuer im Zauberwald. Mia ist ein ganz normales Mädchen. Es ist auch ein ganz normaler Tag. Es kann sogar der heutige Tag sein. Als sie heute Morgen im Garten spielt, bemerkt sie, dass im Garten auf einmal eine geheimnisvolle Tür ist. Die führt zu einem verwunschenen Wald. Mia ist fasziniert von diesem Geheimnis hinter dieser Tür und deshalb beschließt sie, den Zauberwald zu erkunden und all die aufregenden Abenteuer zu erleben, die ihn umgeben. Als Mia durch die Tür tritt, taucht sie in eine magische Welt. Überall um sie herum sieht sie leuchtende Bäume, tanzende Schmetterlinge und hohe Bäume, so hoch, dass sie bis in den Himmel reichen. Mia spürt, dass der Zauberwald wohl voller Geheimnisse steckt und sie beschließt, diesen Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Auf ihrer Reise begegnet Mia allerhand fantastischen Kreaturen. Sie hilft zum Beispiel einem verirrten Einhorn, den richtigen Weg zu finden, damit es nach Hause kommt zu seiner Familie. Mia findet auch den verlorenen Schatz der Kobolde. Das macht die Kobolde richtig glücklich, denn sie selber haben ganz lange nach diesem Schatz gesucht und ihn nicht gefunden. Mia hat ihn sofort gefunden. Außerdem spielt sie mit den frechen Feen Verstecken. Jedes Abenteuer, das ist einzigartig und das ist etwas ganz Neues für Mia. Sowas konnte sie sich gar nicht vorstellen. Während ihrer Erkundung stößt Mia nun auf eine ganz mysteriöse Rätselbox, die den Schlüssel zu einem besonderen Geheimnis in sich birgt. Dieses Rätsel ist so knifflig, dass alle gemeinsam mithelfen, die Kobolde, das Einhorn und die frechen Feen und natürlich auch Mia. Gemeinsam kniffeln sie an der Rätselbox herum und enthüllen ein uraltes Geheimnis des Zauberwaldes. Mia entdeckt, dass die wahre Magie in der Kraft der Fantasie steckt. Mit Fantasie und mit den richtigen Freunden, da kann man ganz tolle Abenteuer erleben. Übrigens nicht nur im Zauberwald und auch nicht nur mit magischen Wesen. Das funktioniert auch mit den echten Freunden, zum Beispiel zu Hause im Garten, in der Schule oder im Kindergarten. Als Mia den Zauberwald verlässt, fühlt sie sich erfüllt von diesen wunderbaren Erlebnissen. Am nächsten Tag teilt Mia die Erlebnisse mit ihrer Familie und mit ihren Freunden und gemeinsam erschaffen sie in Zukunft noch ganz viele Abenteuer. Mia weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen, du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net, gute Nacht.